Klebetes. Letztes Mal bei dieser Visage-Liga, guck mal. You have assaulted multiple employees and threatened security guards with a knife. You sabotaged the electric panel, leaving the entire ward under lockdown. Such behavior is leaving us questioning your mental stability and health. Nicht mit mir, Royal Rumble kannst du allein spielen in so einem Krankenhaus. But to isolate you from the patients and employees in the psychiatric ward. Treatments are a measure. No! No treatment! You all are the reason why this. Valla billah, du hast keine Ahnung, wie ich deine Mutter gefickt habe, du kleiner Hund. Ich schwör bei Gott. Anan, wie der Sub geliyor. Boah, ağzına tüküreyim senin. Sikerim bu oyunu da gel, sizi de sikerim. Ya valla billah. Sebastian! Hölle, Digga, du Drecksauge. Hast du es gesehen, Sebastian? Wie habe ich dein Freund sein Auge weggesmitschelt? Klebetes. Memo Leslie, danke, dass du 3 weitere Abos insgesamt verschenkt hast an Dermin und an noch ein paar Leuten. Weißt, aber ich sag nichts mehr, Digga. Allah büyük. Sizin ben amına koyacağım gleich. So. Komm wieder. Schenkt mir, sick Digga, Dorhan, Digga, sana yok oldu ha. Abi valla pişman oldun ge, wegen dieser Welcome to the Family Sound. Ne, das ist doch in Ordnung, das ist mein Follower Sound. Aber mein Subscriber Sound ist laut. Ach, hier söyleyeyim, leiser stellen jetzt hin, sag mal, was sagt ihr? Kennst du mich noch? Ja, Mojan, ich kenn dich noch. Der Sound ist perfekt. Jobcomic, Digga. Ich mein's ernst, Digga. Der soll es leiser stellen, oder? Krass, schade, das hast du schon. So. Lauter. Schlüssel. Okay, hier gibt's auch Fernseher, oder? Was ist mein Ziel jetzt? Ah, langer Gang. Ja, yeah, so. Mach lauter, aber es soll so ein Frauenschrei sein, weißt du? Ja. Yeah. Nichts Besseres zu tun, Bruder. Ich mach das lauter und dann noch Frauenschrei. Ja. Yeah. Ja, natürlich. Genau das gleiche habe ich auch gedacht. Lauter Frauenschrei. Klebt es.
Verfügung. Ja. Ja. Wenn pro Donation so viel wie er donated, Timeout bitte, danke. Mhm. Hängt ja, ein Null dahinter. Wenn er 10 Euro donated, macht 0 dahinter, Digga, mach 100 Sekunden Timeout. Da. Ab der nächsten, oder? Ach ja, Digga. Wenn er noch einmal die Eier hat, sagen wir mal 200 Euro zu donaten. Bis nächstes Jahr gewandt. Ciao. Hatte. Die. Nein. Ja. Geht's mir gleich einfach verlieren. Amore mio, wie geht's dir? Ah, du sei la vita mia, lan, fratello Angelo mio, dann. Hey, wir hören uns, bra. Viel Spaß. Kick mich mal raus, bitte, danke. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ich gehört euch gut. Und Memo, Leslie, danke für deine 20 Bits, Bruder. Jetzt. Na, habt ihr nix, Bro? Bruder, mir geht's hart, freut mich auch. Dir geht's Leben. Bro, ragazzo. Nexus Music. Hör auf. Entschuldigung, das ist eigentlich jetzt euer Einsatz? Ja, Jan ist gerade am Schreiben, Digga. Könnt ihr kurz? Grund, ciao, dankeschön. Okay. Ragazzo, dankeschön, molto bene, Digga, molto bene. Mögen mich mal langheim bitte rauskicken, dankeschön. Ciao, ciao. Bye, ciao, ciao. So, jetzt sparst du dein Geld bitte. Er hat sich getraut, Alkut ist behindert. Alkut, mein Jan Ticket, Digga, das juckt dir nicht. Adam Bene, der ist typisch brutal, Digga. Ich feier den Wander, super. Ich schreibe auch, by the way, privat mit dem. Wie gesagt, ihr könnt mir auch privat schreiben in Instagram und so. Ich schreibe mit euch gerne. Was soll das sein, bitte? Irgendwie ehrenlos bleiben. Nein. Harun, greif meine Ehre nie wieder an. Nimm den Satz. Ehre, Blexus und Ehre und Arnold nie wieder in den gleichen Satz, Bruder. Du weißt nicht, was es heißt, wie ehrenvoll ich bin. Er weiß ganz genau, wie ich es meine. Ich meine es nicht böse. Ich will nicht, dass er sein Geld verballert. Verstehst du, wie ich meine? Aber mag sein, du bist noch jung, Bruder. Aber er weiß ganz genau, wie ich es meine. Er weiß ganz genau, wie ich es meine. Er weiß auch, dass ich das nicht irgendwie mache, weil ich ihn nicht mag oder so. Ja, der schreibt mir gleich privat in Instagram und beleidigt mich von A bis Z. Das ist klar. Das ist halt Eiko, Digga. Ey, wir kriegen einfach mit mir, gell? 1 gegen 1, komm, Bahnhof 1 gegen 1. Ey, Digga, super, Junge, Wallah, ich feier den übelst. Ah, Walter, du weißt, ich mein's nicht böse, Aykut. Du bist selbstständig, ich bin selbstständig, ich weiß ganz genau, was es heißt, viel Geld zu haben. Ich weiß auch ganz genau, was es damit heißt, es auszugeben und ausgeben zu wollen. Aber du weißt auch ganz genau, was es heißt, ab und zu mal diese Debt zu haben, weißt du? Plötzlich kommen Rechnungen von irgendwelchen Ecken, die du nicht weißt, so, weißt du? Ja, ich mein's nicht böse, Bruder, du weißt doch. Ich muss. Warte mal. Was muss ich mich hier rechtfertigen, ihr kleinen Pisser, Digga? Was muss ich mich hier rechtfertigen? Scared him, Mann? Ich rechtfertige mich vor niemandem. Du weißt ganz genau, wie es mein Eikut. Ich mein's nicht böse, fertig. Sen Amrako im Ginede, Digga. Oder Jumping und Senus sind der, Digga. Schreib auf mein Grab. Er ist durch Geld gestorben. Sowas, somehow. Assalamu alaikum, Bruder. Alaikum salam, Bruder. Ein gut, du bist der Besser. Danke, der Junge, gell? Nun, Parayla, Sebastian, T-Shirt an. Oh, Parayla. Ich weiß halt nicht, wohin, Digga. Ich weiß halt legit nicht, wohin. Hier, die Tür ging auf, etc. Wir sind da reingegangen. Da ist ja Junaid Jengis. VIP. Al o VIP bra, dur bük götüne sok, tamam. Okey. Aha, der hat wirklich VIP. Adam şimdi Aykut Elmans.
So, jetzt ist Eikut wieder los. Ah, sehr schön. Elfmal, wie komme ich hier weiter jetzt? Alhamdulillah. Auf dem Grad von Black, so steht, mit der Donation hat er nicht gerechnet. Der war kreisweiser. Der war heftig. Digga, der gefällt mir. Mit der Donation hat er nicht gerechnet. Das ist heftig. Geiler Spruch. Welcome to the family, son. Welcome, welcome. Küss dein Herz. Küss Herz, Digga, küss. Waschgeschmier, öpp, Digga. Borsener Kassen. Wohin? Gönn mal VIP. Zick, Digga. Oha, da Yatak var ya, altına bak. Aaa! Meinst du echt? Yatağın altında bir şey mi var? Bir şey de olsun unutun. Ich kann nichts machen, Bro. Ich kann nichts klicken. Ich klick die Hände an, geht nicht. Ich stehe genau hier, geht nicht. Ich klick auf den Boden, geht nicht. Ich klick das Bett, den Bett an, das Bett an, geht nicht. Na gut, du nimmst so lange, bis du einen höheren Rang macht als VIP. Ja, Digga. Wenn der Junge ist alt genug, um zu wissen, was er macht, gibt ihm doch keinen Dings jetzt. Was soll ich machen? Lachst du schon wieder oder was? Gönn VIP dann. Nein, Digga. Und der Junge zahlt Geld, dass er VIP bekommt, und ich gebe ihm VIP, dass er nicht mehr Geld zahlt. Fick nicht meinen Kopf jetzt. Gel sen Blacksus olan bunu koyayım. Aykut komm, donate so lange bis du Blacksus bist. Geh du vor Kamera. Ich geh nach Hause, chillen. Nein, besser. Muss glaube ich den Spuren folgen. Ja, Bro, die Spuren führen hierher. Genau hier hin. Und hier sind Händeabdrücke. Und hier gibt's, sonst gibt's hier nichts. Anjak, bin oder bin VIP. Skrrr. We should try it again. Andersrum, hier andersrum, so oder was? Welcome to the family, son. Okay, okay, Pops. It's Maggie! Bro, in Wien geht ab was? Arme Klaus, Digga. Laber kein Scheiß. No, don't know, Jasma, Jasma, check Jasma, Bro. Das ist spannend, Bro. Schreib mal privat, links, it's Maggie. War Jaskus, Bro, no, von an. Geht's eure Familie gut, Bro? Ja, Fahrstuhl war's, wer war das? Akipox, dankeschön für deinen Tipp, Bruder. Es war wirklich Fahrstuhl. Geh in Dusche. Schön, dass ich dort da runtergeholt bin, Mike. Weiß gut, wirklich. Ich bin Essen, Bre, bis gleich, Jungs. Hat er grüßt seine Bruder jetzt. Ich schwöre, es ist dir, der hinter der Tür, ich mein Träumen sehen, ja. Ich schwöre es dir, den Mann hinter der Tür werde ich in meinen Träumen sehen. Soll man. Drücke der Wolf, Digga. Ne, wir sind irgendwo wieder angekommen, gell? Das erinnert mich echt an Infliction gerade. Gleich Fahrstuhl kaputt, gar keinen Bock. It's Nagi! Angriff verloren, Digga. Wie, was ist da los, Moruk? Geçmiş olsun, bro. Break it, Mike. I'm here with good news. Based on your behavior and recovery in the past few months, you'll be ready to leave and go home. Sounds good, right? Bist du der bei den Memes? Nein, Gero. Du verwechselst mich, Bro. Nose 511, danke für dein Follow. Klebt es. Gözün yanayım, geh auf Lollipop-Seite. Mods, könnt ihr das kurz abchecken, was das für eine Seite ist? Ich finde Porno voll angelegt, Digga. Ich geht gar nichts. Könnt ihr mal kurz gucken, was das Lollipop Mollipop Dealer, Digga? Welcome to the family, son.
TikTok ihr Video geschickt haben. Zur Logo-Seite im Trend im TikTok. Aha, meine Freundin hat mich verwarnt, weil ich so rede wie ein Türke und sagt, dass ich mich krass verändern, wenn ich das YouTube. Halt doch auf dann, guck, dann passt, dann machst du was nicht, du, das ist echt nicht cool. Du musst, guck mal, ich erkläre dir kurz was. Wichtig ist, sich anpassen zu können. Ich kann artikulieren wie ein Doktor, wie ein Anwalt, wie ein Arzt. Ich kann aber auch sagen, wie Karl Knapps, weißt du? Du musst dich anpassen können, du brauchst dich zu adaptieren. Also weißt du, was adaptieren heißt? Welcome to the family, Sam. Einfach adaptieren. Google mal adaptieren, dann lernst du das besser. Weil wenn ich dir erkläre, es ist wie bei Mathe. Wenn ich 3 plus 3 sage und sag, es ist 6, dann lernst du nicht. Wenn ich aber nur 3 plus 3 sage und du selber kommst, selber lernst, dann weißt du, was ich meine. Ich weiß genau. Es ist wichtig, sich anzupassen, oder? Ich muss doch dahinter, oder? Guck mal, ich seh's doch schon. Wie komm ich aber dahin? Ja, ich muss dahin schieben, ist mir klar. Zu eng, um durchzuquetschen. Tamam. Fuchs. Wieso Fuchs, Bro? Anpassung von Organismen. Digga, nein, es geht um Konversation führen. Du sollst dich lediglich jeder Situation zeitgemäß und ortsgemäß anpassen können. Du solltest immer anpassungsfähig sein. Ah, jetzt fängt das wieder an. Ja, Ruhe. Der kommt gleich hier an Fenster, gell? Palakatete. Achso, okay, dann. Ja, gut. Dann hast du ja auch recht. Organismen. Dankeschön. Ja, nee, du ja ebenso. Ich wusste nicht, auf was du es beziehst. Das war mein Fehler. Tut mir leid. Ich dachte, du meintest die Verallgemeinerung zu der Anpassungsfähigkeit. Also wir haben einfach beide aneinander vorbeigeredet. Ist ja kein Problem. Aber ja, du hast recht. Oh mein Goodness, Digga. Gözün yanayım, bro. Alles gut, Hamburg. Nee, ich meine, guck mal, Bro, ich sag dir ehrlich. Ich bin ein Mensch, wenn ich mich im Unrecht befinde, kann ich mich entschuldigen, egal wie alt der Gegenüber von mir ist. Das können wenige. Ende von Rakans Kapitel. Das war's! Bah, das finde ich schlecht. Na. Legit finde ich schlecht. Finde ich schlecht. Fand ich nicht krass jetzt. Fand ich jetzt echt nicht krass. Adams. Eigentlich schon, oder? Fand ich echt nicht krass. Die Wand ist frisch gestrichen. Willst du versuchen, sie aufzubrechen? Wart mal, bevor wir irgendwas abbrechen. Bevor wir irgendwas kaputt machen. Bis dann hier. Gut, dann brechen wir es auf. Mit was hat er das jetzt aufgebrochen? Ist heute open-end? Nee, Bruder. Niemals. Auf einmal hast du die Eier und machst Wände kaputt. Auf einmal machst du Wände kaputt. Und dann kaffeier mich, Digga. Der ist kaputt gegangen, der Typ. Welcome to the family, son. So kommt es wieder zum Anfang. Zu welchem Anfang, Bro?
Anfang des Spiels, oder was? So kommst du wieder zum Anfang. Anfang von was? Ist das, hätte er vor 30 Minuten machen sollen. Gäh? Und einmal halt gewonnen. Weil er kann keinen Tisch verschieben, aber Rest heißt eine Wand kommen. Ich sag doch gar keinen Sinn, Dinger. So, in solchen Spielen finde ich sowas gnadenlos schlecht. Ihr gibt einem Charakter eine gewisse Schwäche, damit er einen gewissen Charme erreicht. Tamam. Bin ich voll mit. Fühl ich. Gar kein Problem. Aber dann soll er doch nicht später einen auf Hulk machen können, Digga, und plötzlich Wände zertrümmern und Leben zerfetzen. Nicht? Zum Trophäenraum. Ach so, tamam, dankeschön. Dankeschön. Rest mir die Autokorrektur. Bro, Wander, das sieht aus wie Stranger Things, lo. Der Kompass ist schon lange verschaut, ich weiß es. Ist jetzt nicht Just Chatting? Gleich, Bro. Wir machen gleich. Ich will nur wissen, wie man den vierten Kapitel startet, dass ich das schon für morgen vorbereitet habe, weiß ich mal. Weil Lucys Kapitel wird durch den Teddybär in ihrem Zimmer gestartet, nehme ich an. Und wie sieht, wie Videokassetten, wo kann man Videokassetten angucken? Im Wohnzimmer, stimmt, ja. Der kann Wand kaputt machen, aber kann Sebat den kann Backpfeife geben. Frag nicht, Digga. Ja gut, aber Sebat, den hat auch Dings, der hat sich auch teleportiert, Bruder. Wie willst du denen eine Backpfeife geben? Ich bitte dich. Müsste eigentlich Kapitel 4 sein. Sebo, Vater, Kunur. Ja, ja, Bro. Jetzt gucken wir erstmal den Film an. Geh neben Shadow, du, ja? Ja, müsste Kapitel 4 sein. Chapter 4 läuft anscheinend die ganze Zeit im Hintergrund. Das ist das mit den Tapes, die du suchst. Ja, Teil 1 bis 3 durch. Ja, ich auch. Das ist aber 4. Greed, Gier. Das haben wir gesehen. Oder? Ja, das haben wir nicht gesehen. Ich würde niemals, auch wenn ich viel Geld hätte, in einem großen Haus wohnen. Es kommt drauf an. Stell dir mal vor, du bist ein Riesenhaus und du hast 20 Leute um dich herum. Wie schön das ist, Bro. Jeden Tag frühstücken mit deinen Jungs und so. Was sollte der vierte Teil sein? Gibt's doch nichts anderes. Doch, vierte Teil ist eigentlich. Es gibt zwei weitere Kapitel und die werden beinhalten 15 Spielstunden. Es speichert. So, das haben wir noch nicht gesehen, wirklich. Das will ich jetzt angucken. Willst du ein bisschen nähen? Nee. Herr Gesandt ist Cousin, das ist ja nicht. Ja, nee, sonst das ja nicht. Okay, wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Das haben wir gerade aufgebrochen. Das haben wir gerade aufgebrochen, oder? Ich geh runter. Ich geh da rein. Ich geh durch die Tür. Ich geh durch die Tür. Ich muss gucken, was da drin ist, Digga. Ich kann sonst nicht ruhig schlafen. Grüße aus Düsseldorf. Gruß, Bruder. Mit 200 Zuschauern. Nice. Ja, mein Jana. Kassette nach und noch Wahnsinn. Wir gehen mal da runter. Es ist ja gut möglich, dass wir zum Trophäenraum kommen. Es kann aber auch gut möglich sein, dass wir jetzt Dings ein weiteres Kapitel machen, so, weißt du?
Nächstes Mal bei Visage. Ja. Guck einfach. Gehen. Klemmendes. Philippa Rozzi nägelt gerade auf ganz frisch Küsse dein Herz. White Diamond. Alles! Ey, Digga, Mujahid, Mann, chill doch dein Leben, Bro. Wir haben doch gerade unsere Differenzen geklärt, Bruder. Oh, du Scheiße. Wir haben doch gerade unsere Differenzen geklärt, oder? Ich dachte, du gehst deinen Weg, ich gehe meinen Weg. Alles ist gut und so. You don't give a fuck. Annehmen, Digga. Nexus Music. Lan. Bibidi babidi bubidi bibidi, Alter. Oh, oh, oh.